Also ich bin richtig nervös, ich muss sagen. Kia ora and welcome back. Mein Name ist Zoe Stiebi und heute für euch habe ich Helene Fischer, die 90er-Mädli. Ich freue mich so voll, weil ich finde, Helene Fischer hat eine die besten Stimmen auf dieser Welt. Ah, wir gehen direkt ins Video. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös heute, weil ich mache mein erstes Video auf meinen Kanal auf Deutsch, aber gib mir einfach Bescheid, ob du mehrere Videos auf Deutsch haben möchtest. Ist es okay, wenn ich das dann mische mit meinen englischen Videos auch? Wir schauen einfach mal Helene Fischer an. Okay, Hamburg, wir bringen die 90er Jahre wieder. Oh yes. Und wenn ihr diesen Song kennt, dann seid ihr... Helene Fischer hat so eine hervorragende Stimme. Du hörst gerade da, dass die Bruststimme ist ein bisschen tiefer in der Tonlage. Wenn du dann Interviews hörst, das ist genau, wo sie dann spricht. Dieses Rhythm is a dancer, it's a soul companion. Und das ist die E über Mittel-C und das ist genau in dem mittleren Punkt von der Bruststimme für viele Frauen. Einfach Hammer, super Stimmlippenkontakt da, da ist gar keine Luft, der durchkommt. Und wir wollten sicherstellen, dass wir nicht zu laut werden an der Stelle. Also das Mikrofon ist direkt neben ihr Mund. Versucht dann halt, dass die Lautstärke ganz niedrig bleibt, aber wir genießen es einfach weiter. Gehen ein bisschen zurück. Okay, das sind ein paar unterschiedliche Sachen, die gerade passiert sind. Das ist genau in die Mitte von ihrer Bruststimme. Also sie kann richtig hoch singen. Wir wissen das, was sie halt Let It Go auch gesungen hat für die deutsche Übersetzung von Frozen oder die Eiskönigin. Wir wissen, dass sie ein
mega hohe Stimme auch hat. Und für sie ist es gar nicht so hoch. Vielleicht ist es aber für dich ein bisschen hoch. Und dann würde ich sagen, dass du die Tonart ein bisschen runterstellen solltest, damit es genau in die Mitte von deinem Stimmumfang sitzt. Wie findest du aber die Mitte von deinem Stimmumfang? Das ist eine gute Frage. Und ich möchte, dass du von 20 bis 1 zurückzählst. Also 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wenn du das vielleicht dreimal ausprobiert hast, dann irgendwann mal kommt dann deine Stimme ganz schön in diesen mittleren oder die tieferen Teil von deinem Stimmumfang. Ich hab's falsch. Ja, aber sonst hätte sie dann einfach den Ton nicht treffen können. Aber du siehst halt, du siehst dann die Ränder von ihrer Zunge, die Seiten von ihrer Zunge, schau mal. Du siehst es genau. Ja! Du hast es ganz, ganz kurz gesehen. Aber die Ränder von ihrer Zunge waren dann auf die Seiten ein bisschen. Also bleibt ziemlich viele Spannung da in ihrer Zunge. Und es ist super, um diese Bruststimme höher zu nehmen. Ja, genau, das ist ein D über Mittel C. Und es ist eben auf die höheren Seite von der Bruststimme. Wir wollten, dass die Zunge schön angespannt ist. Also presst die Zunge auf den unteren Zähnen. Und dann könntest du vielleicht, es hängt natürlich davon ab, was für eine Stimmlage du hast und wie erfahren du bist mit deiner Stimme und mit deinem Gesang, aber es würde dir dann schon helfen, die Stimmlippen Kontakt zu erzeugen, also einen besseren Kontakt zu erzeugen. Also das ist ewig. Wenn wir so viel stoppen, sorry, dann hört es nie auf. Wir tanzen einfach. Einfach so eine mega Stage Show, die sie auf die Bühne stellt. Also absolut Hammer.
Ist aber eigentlich ziemlich einfach für Helene Fischer. Das ist immer noch sehr, sehr in diesem Range, wo sie sich am wohlsten fühlt, was auch ganz gut ist. Du hast dann so einen Mini-Catch, dann so einen Kratzen ihrer Stimme gehört, als sie nach unten gegangen ist. Das passiert oft, wenn man zum Beispiel bisschen fixiert mit dem K-Kopf ist. Also, dass es dann zum Slack-Vocal-Folds geht. Also dieses Slack-Stimmlippen nennen wir das. Dieses sind ziemlich entspannt für die Stimme. Aber wenn die Stimme oder wenn den K-Kopf dann eben zu, also sehr, sehr hoch für eine Weile geblieben ist und du versuchst dann nach unten zu singen, das kann dann so sein, dass es eben dieses, dass es Schwierigkeiten hat, dann wieder nach unten zu gehen hat. Aber das ist absolut in Ordnung, weil das war ein einziger Kratzen, die ganze Ding. Also ich bin mir sicher, dass sie dann in die Pausen oder sowas, dann sie geht dann runter. Sie macht ihr Lexbox-Übung, was auch sehr, sehr beliebt ist. Lexbox ist einfach ein super, super Übung für dich. Also ich habe dann einen Link in so unten, wo du einen Lexbox-Schlauch besorgen kannst. Aber das ist sehr, sehr gut für die Entspannung von deinem K-Kopf. Also ich bin richtig nervös, ich muss sagen. Ich bin trotzdem sehr überfordert jetzt, dass ich vor einem Kamera sitze und auf Deutsch spreche. Also vielen, vielen Dank, dass du geblieben bist und dass du mein Video angeschaut hast. Also für den Fall, dass du neu hier bist, ich möchte dann mehr Videos auf Deutsch rausbringen. Aber klick den Subscribe-Knopf, weil ich hoffe, dass ich dann mehr auch Technik-Videos auf Deutsch rausbringen kann. Ich freue mich, dich wiederzusehen und check out meine anderen Videos hier. Die sind dann auf Englisch, aber ein bisschen mehr von Helene Fischer, auf jeden Fall mit Backstreet Boys. Und mein Video hier von Nail the Pitch, was eine sehr, sehr coole, kostenlose App ist, dann, wo du dann deine Intonation verbessern kannst. Aber einen schönen Tag wünsche ich dir und ciao, Kakiteano.